Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Witcher 2 mit Paxis. Wie man sieht, ist hier anscheinend jede zweite Wache besoffen. Aber egal. Ja, wenn ich mich recht entsinne, dann müssen wir noch gegen den Quartiermeister Gwind gewinnen. Da haben wir leider das letzte Mal verloren, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ich habe Lust auf eine Part. Ah ja, das war glaube ich so, dass er einfach mega viel Glück hatte mit seinen scheiß Spionen. Und dadurch extremen Kartenvorteil hatte. Na, das ist schon mal schön, dass wir die zwei wenigstens zusammen haben. Dann ist es immerhin eine Stufe 2 Angriff, aber immer noch nicht wirklich gut, die beiden. Das heißt, wenn wir nichts anderes zum Weglegen haben, dann lege ich die beiden weg. Ja, das habe ich immer ganz gern, wenn meine... Ach, ich sehe auch gerade, dass die beiden Tribok-Karten verschiedene Outfits haben. Hier brennt es im Hintergrund und hier halt nicht so sehr. An. Schon mal ganz gut, wenn wir hier unsere stärksten Einheiten mit haben. Detmold auch gut mit 6 Angriff. Ich glaube, ich habe gar noch gar niemanden, der stärker ist als 6, oder? Dann legen wir die beiden jetzt ab. Kleine Kälte ganz gut. Und Nebel. Jetzt haben wir immerhin alle drei Wetterarten erstmal, wobei mir ehrlich gesagt noch eine Angriffskarte lieber gewesen wäre. Am besten halt unser eigener Spion. Aber immerhin haben wir jetzt noch die Frau. Wie hieß die nochmal? Heilerin des grauen Fähnleins. Weil mit der können wir dann eine Karte wiederholen. So, kurz überlegen, wie wir das Ganze angehen. Also ich glaube ja, dass er wieder am ehesten Bogenschützen ausspielt. Deswegen wäre es wohl ganz gut, wenn wir erstmal... Ich lege erstmal Nahkampf, weil da habe ich eh nur einen. Das heißt, zur Not können wir dann auch klirrende Kälte ausspielen, um den Nahkämpfern so ein bisschen die Kraft zu nehmen. Tribok... Okay, wir könnten uns natürlich... Also ich will ja sowieso die Heilerin wieder für die zweite Runde aufheben. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, warum die Heilerin zu Artillerie gehört. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mal so nebenbei. Dann werde ich die wahrscheinlich für die zweite Runde aufheben und versuchen mit dem Regen seine Artillerie kaputt zu machen. Wobei natürlich wieder die Frage, ob der Typ wieder gutes Wetter hat. Das kann wieder alles kaputt machen, aber naja, egal. Dann gehen wir jetzt eben in der zweiten Runde erstmal auf... Bogenschützen, beziehungsweise halt Fernkampf, kann ja auch Armbrustschütze sein. Jetzt hat er auch Armbrust, aber ist erstmal egal. Oder halt Bogenschütze. Na, er spielt klirrende Kälte, also ist aber nicht so schlimm, da habe ich ja eh nur einen Angreifer. Ich würde jetzt auf jeden Fall noch den Detmold ausspielen, bevor ich meinen strömenden Regen bringe. Ach, jetzt spielt er... Ach, er spielt einen Spion aus. Deswegen macht er das schon wieder, ey. Er scheint einen Haufen Spione zu haben. Das ist zum Kotzen. Ach, ich würde jetzt erstmal den Regen ausspielen. Und dann hoffen, dass das halt ausreicht, um gegen ihn zu gewinnen in der ersten Runde. Das sind jetzt immerhin 11 Punkte, die ich vorn bin. Schon wieder ein Spion. Ey, das gibt's doch nicht. Dann auch noch diesen geilen, ey. Den kann ich mir dann zwar wiederholen, indem ich in der zweiten Runde sie hier ausspiele, aber das... Oh. Hat er nur Spione im Deck, oder was? Naja, ich höre jetzt auf in der Runde. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass er dann auch aufhört und wieder versucht, die nächsten beiden zu gewinnen. Aber mit 9 Karten könnte das was werden. Extrem dichter Nebel, das ist natürlich optimal. Habe jetzt nur noch 6. Er hat 3 und 4. Aber er muss jetzt viele Karten ausspielen, um zu gewinnen. Ah, gutes Wetter, natürlich, was sonst. Und er hat dann mit einem Punkt Vorsprung auch noch gewonnen. Jetzt zieht er noch eine Karte nach. Aber er musste immerhin viele Karten dafür verwenden. Das heißt, er hat jetzt nur 5 und ich habe auch 5. Und ich kann mir mit der Karte den Spion holen. Ach nein, jetzt hat er auch noch die Karte. Was holt er sich? Durch die 6er Angriff, was sonst? Aber egal, ich hole mir den Spion jetzt. Taler. Kriegt da einen Angriff dazu und ich habe 2 Karten. Na also, wir bekommen nochmal einen Spion und haben klirrende Kälte. Bam! Genau so und nicht anders. So, er passt schon mit 12 Angriffen. Also die Runde können wir auf jeden Fall für uns entscheiden. Das ist schon mal cool. Lass mich kurz überlegen, wie wir das am besten anstellen. Wir brauchen erstmal Karten
Oder Moment, will ich das erst in der nächsten Runde machen? Lass mich kurz überlegen. Lass mich ganz kurz überlegen, Freunde. Also, ich hätte jetzt die Möglichkeit, den hier auszuspielen. Mit klirrende Kälte bekommt er einen Angriff. Da muss ich aber eh noch die beiden ausspielen. Also hebe ich mit denen lieber für die nächste Runde auf. Das heißt... Wobei, wenn ich mit denen für die nächste Runde aufhebe, habe ich ja den hier als... Ach, jetzt wird es kompliziert. Lass mich kurz überlegen. Also ich muss auf jeden Fall eine Triborg ausspielen. So, da haben wir jetzt 11. Das heißt, ich muss sowieso noch eine weitere Karte ausspielen. Dann nehme ich den hier, weil das ein Nahkämpfer ist und ich den in der nächsten Runde nicht gebrauchen kann. So. Okay. Jetzt geht die Runde an uns. Und dann hoffe ich mal, dass wir die dritte Runde auch gewinnen. Was ziehen wir nach? Ah, immerhin 5 Angriffe. Das war nicht schlecht. Dann spielen wir auf jeden Fall erstmal den Spion aus, um zu schauen, was für Karten wir bekommen. Nee, nicht den. Okay, ist nicht optimal, aber ist okay. Ich würde sagen, klirrende Kälte heben wir uns bis zum Schluss. Aber wir spielen jetzt eh alle Karten aus, ist eigentlich egal. Ich denke aber, dass wir das gewinnen. Also wenn er jetzt nicht noch Spione hat, gewinnen wir das. Zur Not haben wir sogar noch den Nebel, das ist auch kein Problem. Ah, strömender Regen. Bumsi, bumsi, das ist schlecht, aber... Ich denke, wir gewinnen trotzdem, wenn ich das richtig sehe. Also wenn ich jetzt kurz im... Also ich glaube, wir gewinnen trotzdem. So. Dann Kälte. Ja, gewonnen. War knapp, war ein gutes Spiel, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, was für eine Karte ich bekomme. Ich denke, ich bekomme eine gute Karte. Gruftvibe, das klingt nach Monster, also kann ich es wahrscheinlich wieder... Ah, falsch. Also kann ich es wahrscheinlich wieder nicht verwenden. Auch falsch, was ist denn gerade los? So, jetzt. Gewinnt! Kartensatz, ja, kann ich nicht verwenden, dachte ich mir schon fast. Ich überlege gerade, ich kann ja eigentlich die Karten schon mal reinpacken. Dann sehe ich halt, wann ich theoretischerweise so ein Deck voll habe. Sonderkarten mache ich erstmal alle rein. So. Ja, da haben wir's. Gruftvibe. Und zwar, mit ihren langen Zungen lutschen sie Knochenmark und prügeln ihre Gegner. Ist auch gar nicht so schlecht mit 5 Angriffen, muss ich sagen. Ah, oh, guckt euch mal die geilen Titten an hier. Oh, herrlich. Da würde ich doch gerne mal rumsaugen. Okay, sorry. Manchmal drehe ich durch. Wisst ihr ja. Kaiserreich, Nilfgaard packen wir auch erstmal alle rein. Die Karten sind halt echt am besten, ne? Die keine Fraktion haben und wir dann einfach sagen können, geil, die können wir überall reinpacken. Ja, da haben wir schon ein paar Karten, wie ich sehe. Wenn es so weitergeht, da ja hier auch viele fürs Kaiserreich Nilfgaard anscheinend was sind, werde ich wohl dieses Deck als erstes voll haben. Aber ich habe schon gelesen, dass kein einziges Deck, also man würde, selbst wenn man alle Karten wohl hat, würde man kein Deck so stark bekommen wie das erste hier von Volltest, König Temeriens. Aber es wird ja von vielen gehofft, dass dieses Spiel Quint ausgekoppelt wird und dass man es halt auch einfach dann irgendwann extra zocken kann. Würde ich mir auf jeden Fall zulegen und online gegen andere zocken. Also keine Ahnung, macht Spaß. So. Lass mich überlegen. Ich habe mir ja noch nicht die Waren von ihm angeschaut. Ich hatte ja sogar noch Karten zu kaufen. Kleine Quenglyphe brauchen wir nicht. Albert Kermits dritte Karte. Ah, sehr schön. Nummer 3. Die brauchen wir natürlich. Reines Finte. Gewöhnlicher Gegenstand. Neutrale Karte. Ja, wir kaufen erstmal alle und lesen sie dann durch, weil ich eh alle Karten kaufe. Vielleicht müssen wir auch irgendwann nochmal ins erste Gebiet zurückreisen, weil da gab es ja auch Händler, die diese Karten hatten. Damals habe ich halt leider den Fehler gemacht und mir es nicht gekauft. Aber okay. So, mehr brauchen wir eigentlich von ihm nicht. Können wir irgendwas verkaufen? Wollen wir irgendwas verkaufen? Ne. Oder dieses Hasenfell, ja. Kerze. Ja, das behalten wir erstmal alles. Das brauche ich vielleicht noch irgendwann.
Auf Wiedersehen. Dann schauen wir uns mal. Wir hätten halt erst die Karten kaufen sollen, gucken sollen, ob sie in unser Deck passen und dann gegen ihn spielen. Wäre schlauer gewesen. Oh, was ist denn Finte? Wenn die Bauern ausgehen, geben Köter auch gutes Pfeilfutter ab. Finte, tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder deiner Hand hinzuzufügen. Hm. Auf dem Schlachtfeld. Das heißt, ich kann keine Wetterkarte wiederholen, weil das wäre manchmal ganz cool. Auf dem Schlachtfeld. Um sie wieder deiner Hand hinzuzufügen. Was passiert denn, wenn ich Finte auf einen Spion anwende? Bekommt dann mein Gegner diese Karte auf die Hand oder bekomme ich dann die Karte auf die Hand? Das wäre halt ziemlich cool, weil dann könnte ich mir quasi die Spione, die mir der Gegner gibt, die könnte ich auf die Hand nehmen und dann beim Gegner ausspielen und Kartenvorteil bekommen. Also ich werde die Karte mal ins Deck packen und werde einfach mal probieren, ob man die auf gegnerische Spione anwenden kann. Ich weiß halt nicht, wie da die Kartenregeln sind, aber die werde ich mal einfach reinnehmen zum Testen. Und Finte macht natürlich auch in Kombination richtig krass Sinn mit der Dame hier. Heilerin des grauen Fähnleins. Weil dann kann man ja ihren Effekt auch wieder doppelt nutzen. Also die Finte lasse ich auf jeden Fall mal drin. Das klingt schon mal ziemlich cool. So, mehr brauchen wir hier nicht. Da unten haben wir aber noch ein Anschlagbrett, wie es aussieht. Hab gerade andere Dinge im Kopf. Du Weißer, was willst du? Hä, warum ist denn... blutige Baron, dass du hier bist? Habt ihr das gerade eben gesehen? Das Anschlagbrett war komplett leer. Jetzt, wo ich rangehe, ist es wieder voll. Wahrsagerei, ehrlich und hellsichtig. 4 Jahre habe ich hinter mir und in jedem davon viel durchgemacht. Dafür haben die Götter mir die Gabe des Sehens gewährt. Welche Hand ich auch ansehe, ich habe sogleich Visionen vom Schicksal der Hand ihres Besitzers und aller Dinge, die sie berühren wird. Manche nennen es Hexerei und wieder natürlich, doch es ist nur eine Begabung wie viele andere. Mancher ist beim Schwimmen unschlagbar, ein anderer weiß trefflich zu fiedeln, wo die meisten der Geige nur Gequietsche und Gekrächze entlocken. Wer sich nicht fürchtet, sein Schicksal zu erfahren, der besuche die alte Raksche. Unsere Hündin hat geworfen. Wir haben 5 neue Welpen, klein und knochig, aber ausreichend für einen Eintopf. What the fuck? Ich verkaufe sie für ein paar Kronen, je Stück, oder tausche sie gegen andere Lebensmittel. Okay, die haben also damals auch gerne Hunde gegessen. Warum eigentlich auch nicht? Ich meine, es ist ja nur unseren Moralvorstellungen nach ein Unterschied, ob man einen Hund isst oder ein Schwein. Im Endeffekt sind beides Tiere und beides kann man wahrscheinlich essen, deswegen. Also ganz ehrlich, ich würde Hund probieren. Natürlich würde ich jetzt von niemandem das Haustier umbringen und das zubereiten, nur um zu gucken, wie Hund schmeckt. Sondern, wenn ich theoretischerweise mal in China wäre und in dieser speziellen Region, wo sie diese speziellen Hunde zubereiten, würde ich die auch probieren. Weil, wie gesagt, in China essen nur wenig Leute Hund, weil es gibt in China, soweit ich weiß, nur eine spezielle Region, wo sie Hunde essen. Und da essen sie auch nicht jeden Hund, sondern es gibt, glaube ich, 1 oder 2 Arten von Hunden, die extra dafür gezüchtet werden und gegessen werden. Also, ja, wie gesagt, ich würde es kosten. Hätte ich keinen Stress mit, aber wer ja meine Videos kennt, von wegen, ich esse mal ein bisschen Stinkefrucht oder alten, vergorenen Fisch oder alte Eier, der weiß ja, dass ich gerne offen bin für sowas. Gwind, neue Spieler gesucht. Die Gauner... Oh, Moment, ich muss kurz husten, Moment. Da habe ich mich, glaube ich, gerade selbst am eigenen Speichel verschluckt. Gwind, neue Spieler gesucht. Die Gauner, eine Gwind-Spielergemeinschaft in Krähenfels, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrungen erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen, denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als Blutiger Baron. Ah, interessant. Faustkämpfe. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, da kommt er vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, denn Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Das gab's ja auch in Witcher 1 und 2, diese Faustkämpfe. Das hatte ich jetzt hier in Witcher 3 noch nicht. Auftrag Kreischling. Wen es interessiert, hiermit sei kundgetan, dass der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krähenfels eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässlich gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistfolgen. Chat von Krähenfels. Pferderennen, wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir, ich erkläre alles weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Radko. Verdammt. So, schauen wir mal kurz, was es da so Neues auf der Karte gibt. Hier haben wir den Dungeon, wo ich leider, ja, noch nicht weiß, was ich da machen kann. Wir haben, glaube ich, hier ein neues Fragezeichen. Da war, glaube ich, nur 1. Dann bei der einsamen Hütte weiß ich auch noch nicht, was ich machen muss, damit ich das klären kann.
Vielleicht ein Quest oder so. Dann haben wir hier, glaube ich, neue Fragezeichen und hier. Aber wir werden jetzt erstmal zum Hauptquest gehen, weil es gibt eh kein Fragezeichen in der Nähe. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter zum Hauptquest. Fliegende Fäuste wählen. Ich verfolge mal ganz kurz dieses Quest. Ich will mal gucken, wo das ist, das alles. Das wäre hier, okay. Und dann verfolgen wir noch kurz dieses Quest und gucken, wo das ist. Aber eigentlich müssen wir nur zum Baron gehen, wahrscheinlich. Ja. Besiege den Baron und nimm ihm eine einzigartige Karte ab. Wir müssen ja sowieso irgendwann wieder zurück zum Baron, was daran liegt, dass... Hierhin müssen wir. Was daran liegt, dass wir logischerweise seine Frau und sein Kind suchen und dann er höchstwahrscheinlich... Können wir eigentlich hier drin reiten? Ja, da kommt das Pferd auch von irgendwo her. Sehr schön. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Hey. Ja, aber wir müssen ja eh zum Baron zurück. Da brauchen wir jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Das machen wir dann. Zumal ich davon ausgehe, dass der Baron wahrscheinlich auch ziemlich gut ist und ziemlich gute Karten hat. Und, oh, na toll, das hat sich richtig gelohnt, durchzureiten. Er hat ziemlich gute Karten hat und es wahrscheinlich gar nicht so einfach sein wird, ihn zu besiegen. Aber jetzt müsste es eigentlich Sinn machen zu reiten, oder? Vielleicht hab ich letzte Nacht ein Wunder. Das ist aber schlimm, wirklich. Ein Geist, meinst du? Zu viel gesoffen hast du. Das ist alles. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Albert. Okay, dann müsste ja dieses Mal die Tür auf sein von dem Hammond. Eigentlich das Haus da drüben schon angeguckt? Ich glaube nicht. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Weil es eben direkt hier daneben liegt. Sogar mehrere Häuser. Ach, und da ist sogar ein Nebenquest. Mach langsam. Ach komm, das schauen wir uns andere mal an, wenn wir in die Richtung müssen. Sonst ist es irgendein Nebenquest, wo ich das sonst was machen muss und sonst wohin muss. Und genau in die andere Richtung, deswegen. Ja. Gehen wir jetzt mal lieber kurz zum Hauptquest und dann schauen wir weiter. Da kommen wir, wie gesagt, sowieso irgendwann lang. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, die Tür von diesem Weideler, oder wie der Typ hieß, müsste ja jetzt auf sein, der angeblich Sex mit seiner Ziege hat. Eieiei. Hier haben wir auch einen Nebenquest. Das nehme ich mal an, weil ich nicht weiß, ob ich hier nochmal vorbeikomme und ich Angst habe, dass ich das nicht wiederfinde. Er ist vor Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner, der Gnadenreichen, entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Mhm. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Ach, daraus besteht das Nebenquest? Einfach nur das Ding aufheben, oder was? Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Okay, ich repariere die anderen Schreine, wenn ich dran vorbeikomme. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Hunger schon ganz blass. Sieht ziemlich hässlich aus, diese Statue, aber das nur mal so nebenbei. Verteidiger des Glaubens, wir sind Verteidiger des wahren Blödsinns, Ritter in schwarz-rosa Gold, Verteidiger des wahren Blödsinns. Euer Gelächter ist unser Zoll oder so, ich weiß nicht mehr, wie das Lied weitergeht, sorry. Hört euch einfach JBO, hießen die so, ich glaube, JBO an, Verteidiger des wahren Blödsinns und dann wisst ihr mehr. Die Nebenquests erledigen wir dann logischerweise auch irgendwann, aber wie gesagt, es liegt gerade nicht auf dem Weg, etc. pp. Den Dreck. Guck mal, da ist ein Streuner. Schwör ab, du Monster.
Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edricks Gedärmen nistet und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Haut ab oder sterbt. Hört mal zu, ihr geht und ich heile Edric. Ich zahle euch, wenn ihr geht. Ihr geht und ich heile Edric. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskatzenblättern für den Bauch. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Na also, so konnten wir sinnloses... Mal sehen, was das für einer ist, der Edrics Freunde so aufgebracht hat. Der Weideler. Jetzt, oh, die Ziege ist weg. Na egal, auf jeden Fall haben wir doch erstmal ohne Blutvergießen diese Sache ja geklärt. Sehr schön. Hey! Ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Glaub, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du erwartest mich? Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Ich brauche deine Hilfe. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Tja, bevor wir jetzt herausfinden, wovor sie geschützt werden sollte, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis morgen. Tschüss.